Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unsere Freitag-Nacht-Ausgabe, eine freie Themenausgabe. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch hier unter der bekannten Telefonnummer oder unter der Mailadresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Johanna und Johanna ist 51 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Johanna. Schön, dass du da bist. Deswegen rufst du an. Also ich hatte eigentlich zu der gestrigen Sendung noch mal was sagen wollen. Gestern war unser Thema Kinder aus Vergewaltigungen. Genau, ja? Genau. Und das betraf von meiner Familie auch. Und zwar meine Tochter wurde von ihrem eigenen Vater missbraucht. Mhm. Da war sie 8,5 Jahre alt. Mhm. Hallo? 10 hat sie das erst geschafft. Da war gerade eine Unterbrechung in der Leitung. Ich habe verstanden, sie war 8,5 Jahre alt, oder? Ja, da ist das passiert. Ja. Also ich hatte mich getrennt von ihm, da war sie knapp 2 Jahre. Mhm. Und er bekam sie immer in Urlaub, in freien Tagen. Das wollte ich auch so, weil ich die Verbindung zu ihr und ihrem Vater wichtig fand. Mhm. Und als sie 14 war und sie mal wieder in Urlaub zu ihm sollte und er wollte sie abholen, hat sie mir das gesagt. Da hat sie gesagt, Mama, ich sag dir das nur einmal und nie wieder. Mhm. Und dann hat sie mir das alles erzählt. Ja. Also der Missbrauch hat stattgefunden, da war sie 8,5 Jahre. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und da war ich natürlich halb tot. Ja. Und es ist aber nicht zu einer Schwangerschaft gekommen. Ich war gerade etwas irritiert wegen des gestrigen Themas. Nein, das war eben so, weil die Frau vorher erzählt hatte, oder deine letzte Zuhörerin, die hat eben erzählt, dass sie ihre Mutter sie so verachtet hat und mit ihr kein Wort mehr gesprochen hat und das ist bei uns nicht so. Ja. Aber ich habe die Zeichen, die hat zu mir gesagt, Mama, ich habe dir so viel Zeichen gesendet und die habe ich halt nicht erkannt. Ja. Und ich wollte eigentlich, was mir wichtig ist, dass man in sehr viel Zeit, auch wenn Beruf und alles Mögliche im Wege steht, aber dass man sehr viel Zeit und sehr genau hinhört. Also sie hat dir das gesagt, da war sie 14. Knapp 14, ja. Ist das damals einmal passiert? Ja. Einmal. Das war wohl einmal passiert. Mhm. Und sie sagte mir auch, dass sie später halt den Verdacht hatte, dass er nur mich treffen wollte damit. Mhm. Weil er immer alleine blieb und immer der Meinung war, dass wir nochmal zusammenkommen werden. Ja. Und letztendlich der Schluss, dass ich ihm sagte, das wird niemals passieren, denn ich trenne mich ja nicht umsonst. Was hast du denn da gemacht, als dein Mädchen dir erzählt hat, dass dein Ex-Mann, Ex-Partner das getan hat? Was hast du getan? Also ich... als sie das erzählt hat, hat sie sich übergeben. Mhm. Also ihr ging es sehr schlecht. Auch schon vorher, sie hatte da immer Bauchschmerzen und was ich dann gemacht habe, also ich kann froh sein, dass ich da nicht irgendwie was hatte. Ich glaube, ich hätte ihn umgebracht. Also, du hast ihn aber nicht angezeigt. Nein, das habe ich auch mit ihr besprochen, weil sie große Angst hatte auch natürlich, weil das schon auch vor der Schule stand und es fast zum Verkehrsunfall kam, weil sie dann mit dem Fahrrad, weil sie sich so erschrocken hatte vor Angst. Mhm. Und auch das Jugendamt hat eine Sperre für die Information halt, wo wir wohnen, wo sie zur Schule geht. Aber wir haben das nicht vergessen. Wir haben auch schon beim Rechtsanwalt Rat eingeholt, dass wir eben, wir werden das anzeigen noch. Wie alt ist denn das Kind jetzt? 20. Das Kind ist gut, also deine Tochter. Ja. Also ich bin gerade ein bisschen mit den Zeiten da durcheinander gekommen. Mit 8,5 Jahren ist es passiert, mit 14 hat sie es dir erzählt. Nachdem das damals passiert war, als sie 8,5 Jahre, hatte sie dann noch weiter Kontakt zu ihm? Ja, sicher, das war ja das Schlimme. Das war ja das Schlimme. Also ich hatte ihr aber immer gesagt, wenn du nicht zu ihm möchtest, du brauchst nicht. Also ich habe nicht gesagt, jetzt musst du jetzt Ferien mit ihm verbringen. Hat sie denn dann sich irgendwie so gewunden? Und hat ja, sie hat schon immer so... Und dir war es gar nicht so klar, warum? Nein, also er ist auch ein bisschen anders aufgewachsen halt. Die sind immer zum FKK gegangen und zu Hause wurde nackt rumgelaufen. Von daher habe ich auch...
Machst du dir Vorwürfe, dass sehr du viel, ja. das nicht gesehen hast? Ja. Macht deine Tochter dir auch Vorwürfe? Gar nicht. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber ich. Also ich habe da sehr große Schuldgefühle. Ja. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass du damit überhaupt nicht gerechnet hast. Nein, wissen Sie, das ist ja das Schlimme. Oder weißt du, dass nie hätte ich das gedacht. Mhm. Niemals, nie. Mhm. Also man hört das von so vielen und in den Medien und aber das niemals. Ja. Und deswegen sage ich so, man muss wirklich nicht übertreiben, aber immer sehr hellhörig sein. Mhm. Das ist genau die richtige Formulierung. Man darf nicht übertreiben. Ja. Es gab ja auch schon, es gibt immer wieder Fälle, wo Männer dessen beschuldigt werden, wo es völliger Unsinn ist. Ne? Aber man muss dann auch offene Augen haben. Du hast gerade gesagt, dass ihr doch über eine Anzeige nachdenkt. Das passiert auch, ja. Ja. Geht das? Es gibt keine gerechte Schuld für das, was er getan hat. Habt ihr euch da schon mal schlau gemacht? Ja. Das habt ihr. Mhm. Ja, ja. Also es geht noch, obwohl. Ja, wir müssen dann zwar auch erst einmal finanziell vorstrecken. Ist ja dann auch nicht so einfach. Hast du denn diesen Mann, sag ich mal, der mal dein Partner war, hast du den mal angesprochen und hast gesagt, pass mal, was ist natürlich, denn? Natürlich. Wie hat er reagiert? Abgestritten. Empört. Ja. Da wird es natürlich sehr schwer sein, ihm das dann nachzuweisen. Ja, sicher. Trotzdem. Dennoch wollt ihr den Weg gehen, was ich auch richtig finde, ja. Das muss ich auch irgendwann abschließen. Ich habe das auch gemerkt, dass sie Umarmungen nicht mehr zugelassen hat schon verändert war. Aber glaubst du, dass das nur so eine, nur in ganz, ganz dicken Anführungszeichen, eine einmalige Sache war? Vielleicht auch mit dem Hintergrund, um dir Druck auf dich auszuüben? Ich denke, ja. Aber du hast keine Sorge, dass er noch sich an weiteren Kindern vergeht? Das weiß ich nicht. Das kann man nicht sagen. Also er hatte, als ich in der Beziehung war, hatte das auch mit mir gemacht. Ich mich trennen wollte halt, ja. Ah, ja. Also ist das schon so eine Veranlagung zu einem solchen Verhalten? Ja. Also ich würde auch so ganz aus meiner Intuition heraus sagen, wenn das ein Mann einmal mit dem Kind gemacht hat, würde ich dem das per se erstmal immer zutrauen. Ich würde da nicht die Hand ins Feuer legen, dass es das vielleicht nur einmal, ich weiß es nicht, ich will auch niemandem Unrecht tun, aber ich wäre auf jeden Fall hochalarmiert. Hochalarmiert. Genau. Ja. Und was ich mir so vorwerfe, ist eben, dass ich diese Zeichen nicht gesehen habe. Mhm. Vor allen Dingen, dass sie die ganzen Jahre hinweg das so für sich behalten musste. Ne? Wie kam es eigentlich, dass sie dann mit 14 es dir gesagt hat? Warum gerade da? Ja, weil da wieder die Ferien vor der Tür standen. Und da haben wir das uns immer geteilt halt. Ne? Mhm. Und weil er auch finanziell besser dastand als ich, fand ich das auch gut, weil sie dann auch ins Ausland kam und eben mal das, was ich hier nicht so geben konnte. Und, ja. Also deine Botschaft, sehr aufmerksam sein, ohne, wie du es gerade gesagt hast, hysterisch zu sein. Eben, genau. So, und was ich wichtig finde, dass man hatte ich auch gedacht, ne, dass mein Kind einen guten Zugang zu mir hat, aber sie konnte es nicht sagen. Ja, sie hat es mir anders gesagt. Wie? Und dass ich diese Zeichen nicht gesehen habe und ich habe hinterher wusste ich ganz genau, welche das waren. Aber. Was waren das für Zeichen? Sie hat zum Beispiel, dann hat sie in der Schule, in der 5. Klasse, haben die so mal so Aufklärungsstunden gehabt, da hat sie ein Buch gehabt, das hat sie dann auf so einer bestimmten Seite aufgeschlagen gelassen. Weißt du, und oder im Film, wenn mal irgendwas war, dann ist sie bei einer bestimmten Szene, wenn irgendwas in der Hinsicht war, ist sie rausgegangen. Viele, viele andere Zeichen waren da. Was sich hinterher dann so als Mosaik zusammengestellt hat, ja. Ja. Johanna, ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei dem Unternehmen, was da vor euch liegt. Ja, das machen wir. Ich wünsche dir und deiner Tochter alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch unter der Nummer oder unter der Mailadresse. Weiter geht es mit dem Kai und Kai ist 24. Hallo Kai. Hallo. Hallo Kai. Dein Thema, weswegen rufst du an? Extremer Kick. Extremer was? Extremer Kick. Extremer Kick. Hatten wir am Dienstag, genau. Der gefährliche Kick, der extreme Kick. Ja. Hast du sowas? Ja, ich renne quer vor Eisenbahnzügen lang mit zwei Kollegen. Du rennst quer vor Eisenbahnzügen? Also die Eisenbahn kommt an und ihr versucht so quer vorbei zu sausen? Genau, so knapp wie möglich an der vorbeifahrenden Lok vorbeizukommen. Wie schnell sind die Züge? So 80 km/h ungefähr. Das ist sehr viel. Jo. Ihr steht dann am Rand?
Ja, wir hocken so ins Gebüsch und warten dann ins Gebüsch, also ganz knapp ans Gleis dran, irgendwo wo ein Gebüsch ist, und sprinten dann los. Und je haarscharfer das ist, desto größer der Kick. Ganz genau. Je knapper du vorbeikommst, du guckst irgendwie, wenn du der Erste bist, der losrennt, du guckst nach rechts, du siehst diese Lok, oder nach links halt, du siehst diese Lok an dir, irgendwie die Lichter immer näher kommen, und im Prinzip nur zwei, drei Schritte, und dann machst du einen Hechtsprung nach vorne hinweg aufs nächste Gleis. Je knapper du das siehst, je knapper das kommt, desto größer ist der Kick irgendwie, desto mehr kommt das Adrenalin halt in dir hoch. Wie viele Leute seid ihr? Drei Mann. Alle so in deinem Alter? Ja. 24? So 24, 25 im Schnitt. Du bist schon ein Kerl von 24? Ja. Und machst so einen Hirnschiss? Sowas machst du? Ja, es ist im Prinzip, ich bin krank. Nein, weißt du, Kick ist nicht Kick. Wenn du Bungee-Jumping machst, oder ich weiß nicht, irgendwas, da bist du alleine betroffen. Da kann man nur sagen, Mensch, ist der Typ wahnsinnig. Aber das mache ich ja auch, das machen wir auch. Ja, aber weißt du, was du hier auch noch tust? Du ziehst unter Umständen einen anderen Menschen noch mit rein. Ja, den Lokführer. Was meinst du, was für ein Gefühl es für einen Lokführer ist, einen Menschen zu überfahren? Und die Gefahr besteht jedes Mal bei eurem Kram, was ihr da macht. Ja, natürlich. Mein Gott, du bist 24 Jahre alt. Weißt du, wenn das Kiddies machen, aus Verrücktheit, aus Unbedachtheit. Aber ein Kerl von 24 macht sowas? Ja, es ist einfach so, das ist absolut Adrenalin. Also wir haben jahrelang Bungee-Jumping und sowas gemacht, so Rocket-Jumping. Aber Kai, da kann man doch nur antworten, das ist doch scheißegal, was das für eine Begründung hat. Das macht man einfach nicht, weil man einfach keinen anderen Mensch mit reinzieht. Dann, ja, wenn du dein Leben gefährden willst, dann mach es so auf irgendeine Art, dass andere Leute nicht dran beteiligt sind. Ja, das habe ich auch schon mal nachher überlegt, aber irgendwie ist es mittlerweile so, ich hab da schon mal drüber nachgedacht, so dass halt irgendwie der Zugführer da halt mit reingezogen wird. Aber wie? Ich habe hier in dieser Sendung wirklich schon mehrfach mit Zugführern gesprochen, wo Leute sich vor deren Loks geworfen haben. Das finde ich die feigste Art, sich umzubringen. Wenn jemand sein Leben beenden will, okay. Wenn er es mag, aber nicht, indem er auch noch das Leben eines anderen Menschen vielleicht zeitlebens beschädigt, seelisch beschädigt. Weil der kann ja nichts machen in dem Moment. Der sitzt da in seinem Koloss, in seinem Stahlkoloss und kann nichts machen, nichts, null. Ja, das ist mir auch mittlerweile bewusst irgendwie so ein bisschen so, halt, dass ich mir das geschnallt habe, so. Aber einfach irgendwie mit Kollegen wieder so, ja, komm, mach mit, komm. Aber der Kick ist echt, das ist der Hammer. Also ja. Irgendwie, das ist komisch halt, aber es ist mir klar, dass ich halt jemanden da irgendwie total irgendwie, wenn echt was in eine Buchse geht, halt klar mit belaste, aber ich bin so entsetzt, weil du wirklich ein erwachsener Mann bist, dass du das immer und immer wieder. Wie lange machst du das schon? Seit zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre, das musst du dir vorstellen. Noch nie erwischt worden dabei? Heute Abend, ich bin gerade auf dem Weg zurück von der Polizeiwache. Ich bin heute festgenommen worden. Ach. Wie? Die haben euch beobachtet irgendwie und haben euch festgenommen? Ja, also nur mich alleine, die anderen konnten Türen nehmen. Mich haben sie alleine festgenommen, ich bin erst um 12 Uhr wieder freigelassen worden. Ja, und was folgt da jetzt raus? Eine Anzeige wegen Gefährdung des Schienenverkehrs. Und was bekommt man da maximal, weißt du das? Ja, die haben mir gesagt, das wird wahrscheinlich bei einer Bewährungsstrafe bleiben, wenn überhaupt. Das kann mit einer Geldstrafe gehen, kann aber natürlich auch zur Bewährungsstrafe gehen. Wie kam das denn, dass die auf euch aufmerksam geworden sind? Ja, die sind aber ziemlich in der Wohnsiedlung gewesen. Die haben uns halt gesehen, wie wir uns da vorbereitet haben. Weil wir tun uns schon so ein bisschen dann so, ich sag mal, Startrampen bauen. So ein Startblock, wie sie beim vom Sprint halt so kennst. Da tun wir schon so ein paar Eisenstangen im Boden hauen, dass du einen guten Schritt hast, weil du machst wirklich nur zwei Schritte. Und dann tust du dich so abstoßen halt, dass du mit dem Hechtsprung davor wegfliegst. Ich frage mich jetzt, was macht der Kai in seinem normalen Leben, dass er es nötig hat, sich auf die Weise immer wieder so einen Adrenalinstoß zu geben? Was machst du in deinem normalen Leben? Ich bin Kfz-Mechaniker. Also hast du einen Job und... Ich habe einen festen Job. Ja. Hast du eine Freundin? Ja. Weiß die das? Ja. Was sagt die? Finde ich überhaupt nicht gut. Also ich belüge sie jedes Mal, wenn ich los mit den Kumpels ziehe. Ich dachte, wir gehen auf den Geburtstag, dann hat der Kollege wieder Geburtstag. Sage ich immer. Und dann gehen wir halt eigentlich halt... Roadrail Run machen. Ich will gar nicht weiter fragen, deine Eltern oder nahe Verwandte wissen das natürlich auch nicht. Nein. Die würden. Hast du mit deinen Eltern, leben die noch? Ja. Ja. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern?
Sehr gut. Sehr gut sogar. Deine Mutter würde wahrscheinlich umfallen vor Entsetzen, wenn die das erfahren würde, wenn die jetzt zuhören würde. Die würde wahrscheinlich den Hammer ins Gesicht hauen. Ja, fast zu Recht, sage ich jetzt mal, Kai. Ja, aber also was, wie viele Menschen... Ja. Ich habe so einen Kick dabei, einfach, dass ich es nicht mehr sein lassen kann. Das ist so der Hammer, das ist Adrenalin. Ich kriege das nicht mehr anders so irgendwie auf der Kette, dass ich einen Adrenalinschub einfach kriege. Ach, erzähl mir nichts, Kai. Mensch, erzähl mir nichts. Wenn du sagst, ich will das nicht mehr, dann willst du es nicht mehr. Oder bist du so eine Flasche und kriegst das nicht in den Griff? Du bist doch nicht heroinabhängig oder weiß ich was. Erzähl mir nichts. Ja, das ist schon... Du gefährdest dein Leben. Du machst ein Leben unglücklich, nämlich wenn immer vorausgesetzt, es passiert was und es kann was passieren. Des Lokführers. Du ziehst deine Familie ins Unglück. Ganz zu schweigen von deiner Freundin. Ja, ich glaube, heute war das auch... Ja, es war heute schon so ein bisschen so, weil vielleicht kriege ich meinen Job sogar dadurch halt, wenn das mein Chef mitkriegt. So, und das kommt jetzt auch noch dazu. Die Anzeige gekriegt habe. Genau, so. Ja, ist es das wert? Ja, eigentlich nicht. Ach, eigentlich. Was für eine doofe Frage, ist es das wert? Das ist natürlich nicht wert. Und auch nicht eigentlich nicht wert. Nein, das natürlich nicht. Immerhin rufst du jetzt bei mir an. Dir war ja wohl klar, dass ich nicht sage, wow, interessant, mache ich auch mal, interessiert mich. Nein, natürlich. Sondern was ich dazu sagen würde wollen. Ganz klar. Nicht, weil man das nicht einfach so nicht tut, sondern weil es einfach bekloppt ist. Vielleicht ist ja heute der Tag irgendwie, vielleicht war das ja der Kick heute, dass die dich gefasst haben und vielleicht auch unser Gespräch, dass du jetzt sagst, Schluss aus, ich mach's nicht mehr. Ja. Was machen denn die anderen Jungs vom Beruf? Ja, ist noch einer mit auf der Firma. Und der andere ist Elektromechaniker. Wenn du so scharf bist auf Kicks, dann hol es dir durch, weiß ich, durch Bungee-Jumping oder durch Drachenfliegen oder was es alles gibt. Irgendwelche Sachen, die auch wirklich sehr an die Substanz gehen. Ja, stimmt wohl. Ist, glaube ich, besser. Was tust du deiner Mutter an? Sage ich jetzt noch nur mal so, nochmal als Beispiel. Ja, also da bin ich echt wirklich drüber nachgedacht, so was ich auch meinen Mitmenschen sowas von nicht antun werde, dann, wenn es echt schief gehen würde. Habe ich wirklich jetzt bis jetzt ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ist auch schon krass, ne? Dass du da noch nicht drüber nachgedacht hast. Aber egal, nun ist es so, wie es ist und besser jetzt drüber nachdenken als morgen oder gar nicht. Ja. Jetzt fände ich es verdammt gut, wenn das heute das letzte Mal gewesen wäre. Ich kann es ja nicht, ich weiß es ja nicht, ich kenne dich ja nicht, ich kann es ja nicht kontrollieren, das ist ja nicht meine Aufgabe, aber ich habe dir jetzt einfach mal so meine Meinung gesagt. Ja. Also ich glaube, ich denke doch, dass das heute so schon so ein bisschen der Burn war, wo ich sagen muss, so, au, 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 au. Du hast es gerade auch gesagt, bis hin dazu, dass du eventuell deine beruflichen Zukunft kaputt machst durch sowas. Ja. Ne? Also das kommt auch noch, tun wir auf die ganzen Argumente oben auch noch drauf. Ne? Ja. So Kai, jetzt haben wir alles gesagt. Jo. Ich hoffe, dass die Sache vom Tisch ist. Jawohl. Jawohl. Kai, alles Gute. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mich auch anrufen wollt, dann macht das doch ganz einfach. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer und wir sind hier live erreichbar in Köln im Studio. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr telefonieren oder ganz einfach mailen. Melanie, 17 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Melanie, weswegen rufst du mich an? Ich rufe an wegen meiner Mama. Was ist denn los mit der Mama? Also meine Mama, die ist in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, die ist schon seit einem Jahr oder so richtig stark alkoholabhängig. Seit einem Jahr? Ja, also nein, das geht schon länger so. Aber so jetzt letzte Zeit ist das erst so richtig schlimm geworden. Was heißt denn schlimm? Wie wohnst du mit ihr zusammen? Ja, ich wohne mit ihr zusammen. Das heißt, du kriegst das alles hautnah mit? Ja, genau. Was heißt denn schlimm? Ja, also jeden Abend so zwei oder drei Sechserträger von Becks und oder ja manchmal auch vielleicht ein bisschen mehr. Also sie trinkt nichts Hartes, aber das reicht ja schon. Immerhin, jeden Abend drei Sechserträger ist natürlich schon heftig. Ja, genau. Und dann am nächsten Tag, wenn sie aufsteht, dann ist sie voll schlecht gelaunt und dann mault sie immer rum und sie ist auch zuckerkrank und das macht das Ganze noch schlimmer. Sie ist auch noch zuckerkrank? Ja. Und knallt sich dann den Alk rein? Ja, genau. Tagsüber auch? Ja, tagsüber, das fängt manchmal schon, wenn ihre Freundin da ist, dann ist das immer am schlimmsten und das fängt dann manchmal schon um 9 oder 10 Uhr an. Das heißt, deine Mutter hat keinen Job, geht nicht arbeiten?
Nee, die arbeitet so ab und an mal auf Märkte, so, also Schaustellerin ist sie. Ach so. Ja. Aber ist eigentlich viel zu Hause. Ja. Ja, das bedeutet doch, wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass die eigentlich immer irgendwie angezwitschert ist oder gar besoffen, richtig? Ja, genau. Und das ist seit einem Jahr erst so richtig schlimm geworden. Ja, seit einem Jahr, da ist das schon, dass wenn sie von der Arbeit kommt, dass sie dann schon einen Kahn hat oder... Wenn sie arbeitet. Ja. Und vorher war das, hat sie da auch schon getrunken? Ja, da hat sie auch schon getrunken, aber dann hat sie noch ihr Maß gehabt, so dann wusste sie noch so, jetzt reicht das aber schon, jetzt ist in Ordnung und jetzt brauche ich auch erstmal 3 Tage nicht mehr. So. Wohnst du alleine mit deiner Mutter? Nein, ich wohne hier mit meiner Tochter zusammen. Ach, mit deiner Tochter. Und der Vater, wohnt er auch bei euch? Nee, der ist ab und zu mal, also bei mir, der schläft auch manchmal Wochenende bei mir. Aber der wohnt hier nicht direkt. Also die Eltern sind getrennt? Nee, meine Eltern, die sind nicht getrennt. Nee, ich meinte jetzt nicht den Vater von deinem Kind, sondern ich war gerade ein bisschen irritiert. Deinen Vater meine ich. Ach so, nee, die sind noch zusammen. Die sind zusammen und wohnen auch in der Wohnung. Und der wohnt auch da. Ja, was, genau. Was sagt der denn darüber, was deine Mutter macht? Ja, also mit meinem Vater rede ich da ganz also offen drüber. So, der regt sich da auch immer drüber auf, aber der mag auch nicht so wirklich was zu ihr sagen. So manchmal dann dreht er durch und dann, wenn sie schon wieder so voll ist, und dann schreit er sie auch an und sagt, muss das denn sein und so. Aber dann kriegt er nur so eine Ladung zurück und dann macht er selber so gar nichts mehr sagen. Und deswegen lässt er das auch und hofft, dass er es einfach nicht mitkriegt. Hast du denn mal in einer relativ wachen Minute mit deiner Mutter klar sprechen können? Ja, das ist ja auch nicht so, dass meine Mama jetzt immer, das fängt ja langsam an, so abends, dann ist sie so richtig zu. Und ich, wenn ich so langsam anfange mit dem Thema, dann, ja, das ist meine Sache und das ist ja gar nicht so schlimm und da kommt man gar nicht so an ihr ran. Ach so, also sie streitet das ab und... Ja, genau, hast du zu ihr gesagt, du bist eine Alkoholikerin? Ja, das habe ich ihr schon gesagt, aber das war dann auch immer so, wenn es schon im Streit war und so und dass sie das selber nicht merkt. Und dann reagiert sie aggressiv darauf? Ja, dann reagiert sie richtig aggressiv. Weil sie meint, dass sie das alles, das ist nicht so schlimm und sie hat es im Griff und so weiter. Ja, genau. Sie hat das alles im Griff. Schlimme Situation. Weil ich glaube, dass man da gar nichts machen kann als Außenstehender. Dass solange sie nicht kapiert, was mit ihr los ist, ja, genau. Wirst du damit reingezogen. Die ganze Familie wird mit ins Elend gezogen und man kann kaum etwas machen. Und man sieht, man sieht zu, wie ein Mensch, den man gerne hat, irgendwie vor die Hunde geht. Ja. Und ich kenne das auch schon so von meinem Freundeskreis her, dass die haben teilweise auch Eltern, die sind richtig stark Alkoholiker und die, wie die sich so innerhalb von ein paar Jahren verändern und das ist so heftig und ich sehe das jetzt, so früher habe ich über die Leute gelacht und jetzt sehe ich das selber in meiner eigenen Mutter so, die ich verdammt da lieb habe und das ist schon richtig schlimm. Ja, das ist wirklich das Schlimme, dass man da hilflos steht und man weiß gar nicht, was man tun soll. Und man objektiv gesehen das Klügste ist, sich zurückzuziehen von solchen Menschen, bis die selbst wach werden und kapieren, was los ist. Ja, aber ich mag meine Mama auch nicht alleine lassen, weil dann wird das auch nur schlimmer. So, dann trinkt sie immer mehr, so wo ich wusste, dass ich schwanger bin, da wollte ich mit meinem Freund zusammen in der Wohnung ziehen, also zusammenziehen und dann hat sie das auch schon voll fertig gemacht und dann ging das auch nicht mit der Wohnungsbau und dann haben wir das gelassen, aber da hat sie auch dann schon wieder gleich mehr getrunken. So. Es gibt, soweit ich weiß, aber ich bin ziemlich sicher, dass es gibt, Melanie, es gibt Selbsthilfegruppen von Kindern von Alkoholikern. Da würde ich gerne jetzt, dass du mit meiner Psychologin darüber sprichst und die wird dir auch noch eine Anlaufstelle geben. Das fände ich in deinem Fall eine ganz gute Lösung, dich mit solchen Leuten mal zusammenzusetzen, die eine ähnliche familiäre Situation haben. Wohnst du im Umfeld einer größeren Stadt? Nein. Nicht? Okay, dann gucken wir mal, wie man da vielleicht einen Kontakt herstellen könnte, vielleicht auch telefonisch oder wie auch immer. Weil das ist in der Regel sehr hilfreich. In diesen Selbsthilfegruppen sammelt sich auch so viel Wissen, wie man sich verhalten sollte oder wie man vielleicht auch irgendwann mal als Therapeut wählt oder was auch immer. Dass das in der Regel sehr gute Lösungen sind, sich da anzuschließen. Ja, das wäre schon in Ordnung. Genau. Dann machen wir so, du legst auf und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Und Domian, ich wollte noch sagen, ich finde deine Sendung richtig klasse und mach weiter so. Sehr lieb von dir, freut mich, dass du sagst. Okay, und mach doch mal eine Stunde länger oder so. Ja, das ist sehr schwer.
Kann ich vielleicht ein Autogramm von dir ja, haben, wenn das geht? Ja, dann sagst du der Magdalena gleich deine Anschrift und dann schicken wir es dir. Okay, danke schön, Domian. Alles Liebe, Melanie. Alles Gute. Tschüss. Weiter geht es mit der Miriam. Miriam ist 26 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Miriam. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich Übergewicht habe und gerne einen Magenbypass legen lassen wollte oder einen Magenballon und Schwierigkeiten habe, das von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Lass uns mal die Fakten erstmal abfragen. Wie groß bist du? 1,65. Die nächste Frage ist schon klar, ne? Mhm. Wie viel wiegst du? Sag ich ungern, aber 140. Muss ich es wissen, um mir das vorzustellen. Ja. 1,65 Meter groß, 140 ja. Kilo schwer. Ja. Ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Ist eine ganze Menge. Schon immer recht füllig gewesen? Also soweit ich mich zurückerinnern kann, als Kind ja. Pummeliges Mädel schon gewesen, früher. Ja, schon immer. Mhm. Wie kommt es, dass du so dick bist? Isst du viel? Eigentlich nicht. Also früher ging das, also ich empfinde es nicht als viel Essen. Jetzt denken die meisten natürlich, man würde irgendwie nur Süßigkeiten futtern oder Chips. Man wäre selber schuld oder, ja. Ja genau, oder Chips oder sowas. Fritten. Das bin ich nicht. Bei mir ist es eher was Deftiges. Also ich esse eher lieber gerne irgendwas Deftiges oder so. Und meistens ja. Was auch so ordentlich fett ist, ne, unter Umständen. Also lecker Gyros mit Fritten und Mayo und so? Auch nicht so. Ja, was denn? Was ist denn so da, wo du schwach wirst? Mhm. Was muss ich haben? Esse ich sehr oft und sehr gerne. Sehr oft und sehr gerne, ja. Was esse ich da sehr oft und sehr gerne? Pizza esse ich gerne oder Pasta. Naja, ist natürlich alles ein Kalorienbomben, ne? Richtig. Dann bei zu den Nudeln leckere Soßen, ne? Ja, das ist immer so mein kleines Problem. Also isst du am Tag zweimal warm? Nein, einmal. Mittags oder abends? Das kommt immer ganz drauf an, wie ich es schaffe. Also meistens aber eher abends. Ja. Du bist noch berufstätig? Ich war berufstätig. Zurzeit bin ich krankgeschrieben, weil ich einen Unfall hatte. Und ah ja. Und was hast du vom Beruf gemacht? Oder bist du Altenpflegerhelferin. Ach so. Dann ist das ja auch ein anstrengender Beruf. Wenn man dann so viel Funde hat, das geht ja auf die Knochen. Ja, habe ich aber da eigentlich gar nicht so gemerkt gehabt. Ja. Wie viel hast du denn auch schon 195.000 Diäten hinter dir? Oh ja. Ja? Ja. Bis auf wie viel bist du von den 140 Kilo schon mal runtergekommen? Oh, ich bin sogar schon auf 109 runter gewesen. Auf 109? Letztes Jahr. Mhm. Das ist ja eine Leistung. Ja. Das ist ja, und wie hast du das geschafft? Das habe ich aufgrund einer Ernährungsumstellung geschafft. Mhm. In Begleitung mit einem Arzt, was allerdings sehr teuer ist, weil dieser Arzt einem halt auch Tabletten dazu verschreibt, hochdosierte Multivitamin-Tabletten, also dass man Vitamine dazu sich nimmt und so einen komischen Eiweißshake. Und man soll halt die ganzen Körnerarten weglassen, also ganz oder fast gar nicht essen, ja. Wie Brot oder... Ja, also ein ganz spezielle Diät, ganz spezielles Verfahren. Wieso hast du dann wieder zugelegt? Ja, weil ich mir eigentlich die Diät nicht mehr leisten konnte und weil, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ich nicht mehr diszipliniert genug war, weil ich eine ziemlich schwere Zeit hinter mir hatte in der letzten Zeit. Mhm. Scheidung, meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Das sind so Sachen. Jetzt möchtest du zum Chirurgen. Der soll es regeln. Du hast gesagt, du möchtest ja entweder einen Ballon. Was ist genau, was passiert da genau im Magen? Das ist in dem Sinne keine große Operation. Das ist wie ein, wie soll ich sagen, wie eine Magenspiegelung. Mhm. Da wird ein Ballon in den Magen eingeführt. Mhm. Ach so, damit der immer schön voll ist? Nein. Der wird erst im Magen aufgeblasen. Und verringert dadurch das Volumen des Magens oder die so meinte ich. Fassungsvermögen. Mhm. Und der bleibt dann da drin und die Speisen glitschen dann so am Rand irgendwie vorbei. Richtig, das Sättigungsgefühl ist eher da. Ja, klingt ja im ersten Moment plausibel und klingt auch nicht so teuer. Einmal Magenspiegelung, Ballon rein und gut, und das ist gut. Aber ist es doch aufwendiger und teurer?
Ja, soweit was ich mal gehört habe, so um die 2000 Euro. Mhm. So, und das andere Verfahren war, was du gerne eventuell hättest? Magenbypass, was mir sogar eher zusagen würde, weil dieser Ballon bleibt nur ein halbes Jahr drin. Ah ja, was genau ist Magenbypass? Ist das eine Verkleinerung des Magens? Da wird ein großer Teil des Magens abgetrennt, inklusive Dickdarm. Und der Magen, der noch an der Speiseröhre ist, wird dann mit dem Dünndarm verbunden. Also sodass auch nur noch ganz wenig reingeht. Richtig. Und das hat halt zur Folge, wenn man irgendwas Fettiges oder sowas isst, wird das im Dickdarm nicht mehr noch weiter aufgespalten, sondern kommt gleich in den Dünndarm und es soll einem danach ziemlich schlecht gehen. Sodass man automatisch das Fettige dann meidet. Richtig, dass man halt die Ernährung auch gleichzeitig mit ändert. Jetzt hast du mit deiner Krankenkasse gesprochen und die haben gesagt, nee, ist nicht. Kriegen sie nicht bezahlt. Noch nicht so richtig. Ich habe mit meiner Krankenkasse gesprochen. Die sind, also ich muss ganz ehrlich sagen, großes Lob an meine Krankenkasse. Ich habe, glaube ich, die beste Krankenkasse, die ich je hatte. Nicht so wie andere, die sich gleich wegen einem querstellen. Aber das hört sich ja schon mal gut an. Ja, aber die wollen, also die haben mir zwei Adressen zugeschickt bei uns in der Nähe. Ja. Ich habe jetzt bei beiden angerufen gehabt, habe einen Termin im Mai, weil diese Klinik nur einmal im Monat. Moment, jetzt muss ich mal fragen, du hast gerade das Gespräch begonnen, hast gesagt, meine Krankenkasse will das nicht zahlen. Jetzt will sie es doch. Aber die will es wahrscheinlich nicht zahlen. Die werden, so wie die mir das gesagt haben, wird es sehr, sehr schwierig. Aber das ist alles noch in der Schwebe. Es ist noch in der Schwebe. Du hast Termine und man soll gucken und also es kann doch sein, wenn du deine Krankenkasse da in alle Himmel lobst, könnte es ja durchaus sein. Könnte es sein. Also ich habe es damals schon mal versucht, vor, ich glaube, 5 Jahren, ein Magenband. Da wollte die Krankenkasse das nicht bezahlen. Ich bin gar nicht informiert. Ich hatte auch schon einige Anruferinnen, die das haben machen lassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Kassen das bezahlt haben, ob es eine klare Regelung gibt, ob man da von Fall zu Fall entscheidet von Seiten der Kassen. Von Fall zu Fall. Ja, wobei dein Fall ist ja schon dramatisch, ne, finde ich. Also, es ist dramatisch, weil ich jetzt diesen Unfall, den ich hatte, da bin ich vom Pferd gefallen und habe mir mein Knie stark verletzt. Und das ist auch super verheilt gewesen und dann war hier der erste Schnee und ich bin ausgerutscht und habe mir die ganzen Schrauben wieder rausgerissen. Ich meine, letztendlich, wenn die rechnen, sind die Folgekosten deines Übergewichts unter Umständen exorbitant höher, als vielleicht da ein paar tausend Euro für so eine OP hinzulegen. Das ist richtig, aber das sehen die Krankenkassen meistens nicht. Ich habe schon gehört, dass der ein oder andere Krankenkassendirektor hier auch nachts zuhört. Vielleicht sogar von deiner Krankenkasse. Ja, vielleicht. Wollen wir das mal hoffen? Ich hoffe. Ja, dann hoffe ich auch, dass das so läuft, wie du dir das vorstellst und dass du runterkommst von den Funden, weil du bist eine junge Frau noch. Ja. Du wirst über kurz oder lang wirst du gesundheitliche Probleme haben, aller Art, wenn du so dick bleibst. Was ist dein Traum? Wo willst du hin, gewichtmäßig? Mein Traum. Also ich werde nie gärtenschlank sein, das weiß ich jetzt schon. Mein Traum wäre ungefähr 80 Kilo. Ja, das wäre ja schon wahnsinnig, ne? Von 140 auf 80 runterkommen, das wäre ein großer Erfolg. Liebe Miriam, ich wünsche es dir von Herzen, wünsche dir wohlgesonnene Mitarbeiter bei deiner Krankenkasse. Dankeschön, Dominik. Alles Gute von Herzen. Dankeschön und eine schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Alles Gute noch. Danke, tschüss. Lars ist hier. Lars ist 37. Hallo Lars. Guten Morgen. Ja, hi. Hi. Dein Thema, weswegen hast du mich angerufen? Ja gut, ich habe angerufen, weil ich missbraucht wurde. In welchem Alter? Als Kind. Wie alt warst du so ungefähr? Ja gut, damals war ich Minikicker, also zwischen 6 und 8. Zwischen 6 und 8? Nee, sagen wir mal zwischen 6 und 10 und danach dann halt nochmal, ja. Danach noch einmal oder öfter? Öfter. Als du älter warst? Ja, genau. Wie alt warst du da? Ja gut, hat sich daran angeschlossen, also nach dem einen Jahr. Wer war es? Danach war es die Mutter. Danach war es die Mutter. Und vorher? Obmann von meinem Fußballverein. Du bist vom Regen in die Traufe gekommen. Genau. Da war ein Kerl, der hat sich an den kleinen Lars gemacht.
Und dann mit 10, 11 Jahren die eigene Mutter. Genau. Warst du vorher auch bei der Mutter, bist du bei der Mutter aufgewachsen? Ja, klar. Gab es da auch schon, als du ein bisschen jünger warst, also unter 10 Jahren, gar nichts? Nein. Was hat die Mutter mit dir gemacht? Sie war zärtlich zu mir. Was heißt zärtlich? Man durfte mit dem Bett liegen und dann wurde man intim. Mhm. Das heißt, so ein kleiner Kerl von 11 Jahren ist auch schon zu einer Erektion fähig, natürlich. Hat deine Mutter dich dann gezwungen, dass du mit ihr schläfst? Sie hat mir gezeigt, wie es geht. Also habt ihr es ist es dann dazu gekommen? Ja. Öfter? Mhm. Bis zu welchem Alter? Ja, ganz genau kann ich nicht sagen. Also ich will nicht lügen, aber ich denke mal, das muss irgendwie nicht 11 gewesen sein, sondern zwischen 12 und 14, ja. Und doch, da öfter. Doch, so lange dann. Mhm. Warst du das einzige Kind deiner Mutter? Nein. Wie viel gab es da noch? Eine Schwester. Älter? Ja. Wie hast du das damals empfunden, dass deine Mama so etwas mit dir gemacht hat? Also damals habe ich es nicht als schlimm empfunden, sondern, das hört sich jetzt blöd an, aber damals habe ich es als schön empfunden. Sie waren nie gewalttätig dabei? Nein, natürlich nicht, nein. Als das dann aufhörte, so mit 13, 14, warum hörte das auf? Das weiß ich nicht. Es hörte einfach irgendwann auf? Genau. Als du denn älter wurdest und darüber nachgedacht hast, welche Empfindungen kamen dann so in dir auf? Ich habe da an sich ganz lange nicht drüber nachgedacht. Irgendwann habe ich mal geheiratet und jetzt vor nicht allzu langer Zeit ging es dann eben darum, dass sich die Polizei bei mir gemeldet hat und der Fall des Obmanns damals nochmal aufgearbeitet werden musste. Verstehe ich es nicht. Es muss wohl wieder Kinder gegeben haben, die das gleiche Schicksal hatten wie ich, die auch von diesem Obmann missbraucht wurden. Ach so, der männliche Täter aus deiner früheren Kindheit. Genau. Und da wurdest du befragt danach? Ja, da ist, um diesen Menschen dann eben mal eventuell dazu zu bringen, dass er seine Strafe bekommt, wurden halt Leute befragt, die früher schon mal von ihm missbraucht wurden, ja. Und das hat das alles wieder ans Tageslicht für dich gebracht, was damals passiert ist? Ja, klar. Auch das mit deiner Mutter? Ja. Hattest du das mit deiner Mutter ganz verdrängt? Also für mich ja, aber nein, also falsch. Also ich denke mal, das habe ich nie richtig verarbeitet, aber ich habe es verdrängt. Dieser Obmann, als du da in der Fußballmannschaft warst, hat er das alleine mit dir dann gemacht oder waren immer mehrere Kinder dabei? Er hat es allein mit mir gemacht, er hat mich nach Hause gebracht, hat mich auf seinen Schoß gesetzt und hat sich dann eben vergnügt an mir. Aber es gab auch andere Kinder, die das gleiche Schicksal erlitten haben, ja. Aber es war immer nur ein Kind dabei. War der gewalttätig, der Mann? Nein. Hast du mit deiner Mutter je darüber gesprochen? Meine Mutter wusste das. Nein, ich meine, hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen, was sie gemacht hat? Nein. Deine Mutter wusste, dass dieser Obmann das mit dir macht? Ja, klar. Die wusste das damals, als du klein warst? Ja. Du hast es zu Hause erzählt? Ja. Und die ist nicht initiativ geworden? Doch, sie hat mit ihm gesprochen und es muss wohl mehrere Gespräche gegeben haben. Und aber es ist nichts passiert, sagen wir mal so. Also man hat sich dann geeinigt, dass man das dann... Man überschweigt das alles. Genau. Das ist ja eine komplett absurde Geschichte. Da
missbraucht dich ein Mann. Deine Mutter geht dahin und stellt den zur Rede. Und danach wird deine Mutter quasi auch zur Täterin. Hm. Wie denkst du heute über deine Mutter? Das ist meine Mutter. Also das heißt, also sie hat mit Sicherheit auch viel für mich getan. Und es ist meine Mutter. Und ich denke, meine Mutter sollte man ehren, ja. Also du übst keine Kritik an ihr, dass sie ja, das gemacht hat? Ja klar, doch, auf jeden Fall. Ich denke, das Leben hätte sich anders geschaltet, wenn das nicht passierend wäre, aber... Wie hätte sich das Leben geschaltet, wenn sie das nicht gemacht hätte? Ich hätte heute nicht... mir würde es heute besser gehen. Seelisch? Ja klar. Was glaubst du, welchen Schaden sie angerichtet hat? Ich glaube, den kann man nicht messen. Ich denke mal, beim Hausbrand oder weiß das kann man einen Schaden messen, aber einen seelischen Schaden kann man nicht messen. Nur nee, messen nicht, aber man kann ihn vielleicht in etwa benennen. Es gibt sicherlich sogar, das hört sich total scheiße an jetzt, aber es gibt sicherlich sogar positive Seiten daran. Ich glaube, ich bin dadurch noch härter geworden, aber auch ein kleines Wrack, ja. Mhm. Lebt deine Mutter noch? Ja, klar. Schön so. Mhm. Du hast heute ein ganz normales Verhältnis zu ihr? Nee, kein normales Verhältnis. Ich bin sehr kritisch ihr gegenüber und ich bin mit Sicherheit heute noch stinkensauer auf sie, um es positiv auszudrücken. Mhm. Aber es kam nie der Gedanke, sie anzuzeigen? Nein. Warum nicht? Weil es meine Mutter ist. Reicht das aus als Begründung? Also meine Mutter ist jahrzehntelang mit meinem Vater verheiratet. Mein Vater weiß es nicht und ich möchte nicht, dass mein Vater auch noch unglücklich wird und dadurch meine Mutter auch noch unglücklich wird. Das möchte ich nicht, nein. Mhm. Hört sich doof an? Nein, das ist doof keinesfalls. Wer bin ich, um das so zu beurteilen? Ich bin darüber verwundert, wie, ich denke gerade so im Hinterkopf darüber nach, dass Männer, die von ihren Müttern missbraucht werden, immer irgendwie behutsamer urteilen als Mädchen, die von ihrem Vater missbraucht wurden. Das ist immer irgendwie eine andere Sprache. Würde es dir denn gut tun, wenn du jetzt alleine mit ihr darüber nochmal sprechen würdest oder könntest? Ich glaube, dass sie sich nicht dran erinnern wollte. Mhm. Und was ich ganz ehrlich sage, ist, dass ich mit Sicherheit irgendwann mal einen Klapsenbruder brauchte. Quatsch, ich brauchte irgendwann mal jemanden, der mit mir psychiatrisch umgeht, um mir vielleicht zu helfen. Ja, mhm. Weil es gibt immer wieder Dinge, die ich nicht verstehe und die ich heute, jetzt nachdem eben dieser Fall war, dass die Polizei mich wieder angesprochen hat, darauf beziehe, dass ich einiges nicht verarbeitet habe. Ja. Das heißt, im Prinzip, im Klartext heißt das, da liegen zwei Missbräuche in deiner Vergangenheit. Nicht nur zwei an der Zahl, sondern von zwei Personen über einen langen, jahrelangen Zeitraum. Und du hast, das ist noch nie irgendwann psychiatrisch, psychologisch aufgearbeitet worden. Also ich habe eine tolle Frau und ich würde sagen, dass die mir schon wahnsinnig viel dabei geholfen hat und die sehr verständnisvoll ist. Mhm. Ist auch eine der wenigen Leute, die davon wissen, aber das ist die Frau, die davon weiß. Ich glaube schon, da hast du recht, dass ein Partner, eine Partnerin einem da eine große Hilfe sein kann. Andererseits glaube ich aber auch, dass eine so schwere Verletzung, die einem Kind angetan wurde über einen so langen Zeitraum, eigentlich nur mit Hilfe von Fachleuten einigermaßen irgendwie wieder ins Lot bekommen werden kann. Wenn dann mit Fachleuten. Ich glaube, dass ich heute ab und zu falsche Entscheidungen treffe oder falsche Worte spreche meiner Frau gegenüber und das tut mir eigentlich leid. Mhm. Hast du eigentlich auch Kinder? Zwei, ja. Zwei. Mhm. Meinst du, dass das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, dass das auch eine Auswirkung hat auf deine Art der Erziehung? Das kann man schlecht beurteilen, aber auf die Erziehung weiß ich nicht. Vielleicht bin ich zu hart. Mhm. Aber das sind alles Aussagen, jetzt, was du
zu den Kindern sagst und was du zu deiner Partnerin gerade gesagt hast, oder dass du dann zu hart vielleicht bist oder zu ungerecht unter Umständen, sollten ja Signale sein, dass du etwas unternimmst und dich in psychologische Hände begibst. Wärst du dazu bereit? Ich würde es gerne tun, ja. So, dann würde ich dir gerne anbieten, dass wir dir so ein bisschen helfen, wie und wo du das machen könntest. Und zwar jetzt im Rahmen eines Gespräches noch mit meiner Psychologin im Hintergrund. Möchtest du das? Gerne. Okay, dann machen wir das so, Lars. Ich finde es gut, dass du angerufen hast. Und ich habe immer Respekt vor Leuten, die so eine Vergangenheit haben und dann nach draußen gehen und sich Hilfe holen. Ich erahne, ich weiß es nicht, weil ich es nicht erlebt habe. Aber ich erahne, was für ein großer Schritt das für euch, die ihr sowas erlebt habt, bedeutet. Ja, ich danke dir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich habe nicht genervt. Nein, weiß Gott nicht. Weiß Gott nicht, Lars, wirklich nicht. Jetzt legst du bitte auf und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an, okay? Ich danke dir. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Wir haben 1.46 Uhr und weiter geht es mit dem Raphael. Und Raphael ist 17 Jahre alt. Hallo Raphael. Hallo Domian. Jo, guten Morgen. Ich habe ein Problem. Erzähl. Ich muss ins Gefängnis für eine Woche und weiß nicht, wie ich das mal noch von Ihnen erklären soll. Warum musst du ins Gefängnis? Ich bin illegale Rennen gefahren. Was für Rennen? Mit dem Roller. Getuned und so und halt die ganze Chose. Ja. Und ich bin auch vorher schon halt auffällig geworden, weil sie mich angehalten haben, so Verkehrskontrolle. Hm. Dann haben sie mich durch einen dummen Zufall in halt erwischt. Sind wir unsere Rennen gefahren. Wie viele Leute? 4, 5 Mann so und dann zwei Strecken abgefahren erst. Auf einer öffentlichen Straße? Ja, aber auch erst abends soweit. Aber so, dass da auch andere Leute hätten vorbeikommen können? Es hätten welche vorbeikommen können, ja. Und das wäre unter Umständen zu einer großen Gefahr geworden, wenn ihr da herbrettert? Ja, also es wurde immer abgesperrt, definitiv. Also auf der Strecke konnten sie nicht laufen, weil an einer Kreuzung oder so, oder wenn eine andere Straße raufbiegt, dann standen da 2, 3 andere Roller. Für uns war das dann die Streckenposten. Mhm. Die haben dann halt aufgepasst, dass da jetzt keiner draufläuft oder so. Aber es hätten andere Autos kommen können. Ja, hätten. Und das hatten einmal ist auch passiert. War eine Rentnerin. Ich bin halt über die Kreuzung gefahren. Also ich hatte nur grün, sie hatte theoretisch rot. Ja. Und da hat einer gepennt wohl, weil wir haben alle so kleine Kopfhörer im Ohr. Mhm. Und dann sind halt, das war alle wissen, wenn da ein Auto kommt, das war frühzeitig bremsen können und so. Und die hat sich dann im Teil vom Roller geholt. Oh, hab ich nicht ganz verstanden. Da saß eine Rentnerin im Auto, oder wie? Ja, genau, im Auto. Also bei der Kreuzung ist auf einmal wohl losgefahren. Ja. Und warum, wieso, das wusste sie selber wohl nicht. Ja. Und dann hat sie mich hinten natürlich voll erwischt bei 120 so. Dich hat's erwischt. Ja. Und, aber daran war nicht die Frau schuld, sondern du. Ja, ich. Weil eben halt zu schnell, illegal und so. Mhm. Aber das war nicht das, weswegen du jetzt in den Knast musst. Ja, doch. Doch, das war das. Da haben sie mich erwischt im Zelt an dem Tag, weil ich musste ins Krankenhaus und so, weil... Wie schnell fahren die sind getuned, die Roller. Ja. Wie schnell fahren die Dinger? Das ist unterschiedlich. Also wir haben mehrere Kategorien. Wir haben leicht getunte Roller, da haben wir diese Midrace, die fahren dann schon so an die 120 und da haben wir High-End, die fahren dann 150 und 160 aufwärts. So. Wow, das ist ja Wahnsinn. Ja, und ich war so mit in der Midrace. Wie viel Kubik haben die? Also ich habe 70 Kubik und dann habe ich noch 10 bis 13, also 13 PS so am Hinterrad. Mhm. Und wenn ich dann noch im Teil Lachgas dazu klatsche, dann geht es gut voran natürlich. Wieso machst du das? Ja. Jetzt sag mir bitte nicht, weil es der besondere Kick ist. Nee, ist es nicht, ganz ehrlich. Es ist nicht der besondere Kick, es ist einfach so Zufall. Man weiß nicht besser, was mit seiner Zeit anzutun. Mhm. Wie lange machst du das schon? Ich habe das jetzt ein Jahr gemacht. Mhm. Und dann nimmt halt durch den Unfall, da war ich mit meiner Freundin auch zusammen, also wir haben uns auch auf so einem Treffen kennengelernt. Ja, so. Und dann... Jetzt musst du in den Knast. Ja, eine Woche. Für eine Woche. Dauerarrest. Finde ich erstmal gut. Ja, so. Mir hat's gereicht. Ja. Ich war schon ein Wochenende, ich war schon ein Wochenendarrest und da habe ich gesagt, nie wieder gehe ich rein. Ja, und dann hat sie mich erwischt. So. Das war eigentlich theoretisch mein Abschiedsrennen, sage ich jetzt mal. Ja. Warst du aber nicht verletzt, ne? Doch, ich war im Krankenhaus für 2 Wochen. Ach so, das auch? Ja. Und deine Familie und deine Freundin, die wissen, warum du im Krankenhaus warst? Ja, also mein Bruder wusste es, meine Mom wusste es auch und meine Freundin, ja. Ja, was sagt denn deine Mutter dazu?
Meine Mutter hat mich schon vorher gewarnt, halt, dass ich es nicht so übertreiben soll und so. Das war auf Feldern so erfahren sollen und so, dass uns nichts passiert. Also sie hat schon verstanden, aber andererseits auch wieder nicht. Weil sie hat gesagt, ich bezahle ja keine Teile für einen Roller oder so. Die habe ich mir immer selber. Ja. Und dein Vater, was sagt der? Den habe ich nicht, den kenne ich nicht. Den kennst du gar nicht. Kenne ich schon seit meiner Geburt nicht. So, und jetzt hast du Schiss und weiß nicht, wie du das deine Freundin sagen musst, dass du eine Woche in den Knast musst. Ja, genau, weil ich habe am Mittwoch versucht anzurufen, aber war die Sendung schon vorbei. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie wohl mich wohl nicht genug liebt für eine Beziehung, aber sie liebt mich schon noch. Jetzt ist sie dann noch ein bisschen empfindlicher geworden. Also achso, du hast jetzt Angst, wenn du jetzt damit auch noch kommst, dass es dann gänzlich vorbei ist. Ja, genau. Wann musst du denn rein? Ich am 5.5. Am 5.5. Das ist ja schon nächste Woche. Nee, am 5. Nächste Woche haben wir erst April. Ja, das dauert dann überall. Ja, Raphael, ich denke ja und finde, dass wir alle irgendwie schon mal Mist gebaut haben und Scheiße gebaut haben. Ja. Irgendwie jeder mehr oder weniger von uns. Und da soll man dann auch nicht groß drauf rumhacken, sondern man sollte daraus lernen, finde ich. Ja, ich habe daraus gelernt. Also ich habe jetzt auch wieder, also mein Roller war den Tag geschrottet. Ja. Also der war theoretisch blöd. Okay, dann aber ich finde, ja. Da habe ich mir jetzt einen neuen gekauft und da ist jetzt nichts dran gemacht worden und so. Achso, ist es für dich schon die Entscheidung gefallen, du wirst das nicht mehr machen? Ich mache es auf jeden Fall nicht mehr. Also so. Finde ich schon mal gut. Also ich habe mich meine Lektion, also ganz ehrlich, alleine durch den Unfall her, weil der hat mir den Rest gegeben. Gut, das war schon mal ein Wort. Das finde ich gut. So, ich finde, zum Scheiße bauen gehört auch dazu, dass man hinterher dazu steht. Ja, ich stehe auf jeden Fall zu. Auch also, wenn es unangenehm ist, auch wenn man sich schämt, auch wenn man ein Risiko eingeht. Deshalb, um jetzt auf deine Freundin zu kommen, finde ich, dass du dir voll den reinen Wein einschenken musst. So es ihr so erzählst, wie du es mir erzählst. Ich finde gut an deiner Geschichte, dass du eine Konsequenz daraus gezogen hast. Dass du jetzt gesagt hast, okay, ich mache es nicht mehr. Ich werde nie wieder illegale Rennen fahren und ich fahre nur noch normal. Ja. Ich sag dir, wenn deine Freundin dich wirklich liebt, dann wird die das als Signal sehen und die wird dir das vergeben. Denn du tust ja auch was. Ja. Gut, du musst eine Woche in den Knast, okay, das ist deine Strafe, aber du hast dir was vorgenommen für die Zukunft. Und das muss jeder, der liebt, der einen liebt, muss das anerkennen. Wenn die das nicht anerkennt, dann ist da auch nicht so die hammermäßige Liebe vorhanden, glaube ich. Nur sie hat im Tat Angst, weil ich noch so ein paar, so ich bin jetzt so als Zuschauer oder so, war ich jetzt schon öfters mal wieder da, so um alte Freunde im Tat wieder zu treffen und so, weil ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr dabei, theoretisch. Ja, und jetzt hat sie natürlich Angst, weil ich jetzt einen neuen habe und so, dass ich wieder auf die Bahn gerate. Ja, aber das musst du ihr begreiflich machen, glaubhaft begreiflich machen, dass das nicht der Fall ist. Ist es wirklich nicht der Fall? Nee, ist es auf keinen Fall, weil ich habe jetzt mich entschlossen, wahrscheinlich verkaufe ich den sogar auch noch, weil ja, wer vielleicht noch es mir glaubt, dass ich okay, genau, das ist vielleicht das Allerbeste. Da kannst du deine Umwelt wirklich beweisen, ich habe abgeschlossen. Ja, wenn du jetzt wieder so ein Ding hast, dann denken die anderen, wer weiß, der hat schon so oft Mist gebaut, irgendwann dreht er wieder durch und dann macht er es wieder. Verkaufst du aber das Ding, dann müssen sie es dir glauben. Ja, schon. Ich würde jetzt an der Stelle ganz offensiv damit umgehen. Nach dem Motto, Leute, ich habe Scheiße gebaut. Ich gehe dafür jetzt in den Knast. Ich weiß, was ich gemacht habe, aber ich ziehe die Konsequenz raus. Ich will mich bessern. Ich bin so. Und dann müsst ihr jetzt auch mich so nehmen, wie ich bin, oder ihr müsst es sein lassen. Und so würde ich auch mit der Freundin umgehen. Nur im Teil, ich weiß jetzt nicht, wie ich es mache. Also, wenn ich ihr das jetzt so direkt sage und so. Ja, sag's. Für mich fällt es natürlich auch jetzt schwer, meinen Roller zu verkaufen, weil ich habe da schon wieder Geld so direkt reingesteckt. Aber du musst auch Opfer bringen. Du musst Opfer bringen. Und du musst es ihr auch klar direkt sagen. Da musst du nicht groß rumschwafeln. Kannst es ihr so erzählen, wie du es mir erzählt hast. Zack, aus. Ja. Raphael, in diesem Sinne, alles Gute. Ja, danke dir. Toll. Ich muss sagen, ich habe einmal deine Sendung gehört, du hast mich jetzt voll angesteckt. Ich bin jetzt fast, wenn ich jetzt Zeit habe, so höre ich deine Sendung jeden Tag. Echt? Ja. Super. Ich habe nur einmal so reingehört, jetzt voll angesteckt. Freut mich wirklich sehr. Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao. Oliver ist hier. Oliver ist 31. Hallo, Oliver. Ja, hallo, Domian. Hi. Was ist bei dir los? Deswegen rufst du an.
Ja, ich sag mal, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich jetzt stehe, in Anführungszeichen. Ich habe immer das Gefühl, ich stecke im falschen Film, weil meine Nachbarn, ich sag mal, die lassen einen in Anführungszeichen nicht in Ruhe, obwohl man denen gar nichts will. Die Nachbarn? Ja. Wie, was machen die denn? Naja, mich anzeigen wegen Sachen, die ich nicht gemacht habe. Weswegen zeigen die dich denn an? Naja, die behaupten, zu mittlerweile ist es soweit, dass ich angeblich vor ihren Kindern, es ist ein Kinderhaus, exhibitionistische Handlungen vorgenommen hätte. Was definitiv nicht stimmt. Ja, definitiv, das wüsste ich. Mhm. Na, also. Das ist ja eine schwere Beschuldigung. Ja, ich sag mal, die sind halt, würde ich jetzt einfach sagen, ziemlich spießiger, intoleranter Haufen. Und muss ich dazu sagen, ich lebe naturistisch. Bitte? Ich lebe nun mal naturistisch. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das was sagt. Das heißt, du läufst nackig durch die Wohnung? Ja, und halt, ich sag mal, wenn ich nicht gerade rausgehe oder Besuch kriege, der ein Problem damit hat, ja, dann bewege ich mich vorzugsweise ohne Klamotten, weil es einfach bequemer ist. Ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand in der Wohnung so rumläuft. Richtig. Wie ist denn das abends? Ziehst du die Gardinen zu oder kann man... Na gut, erstens habe ich keine wirklichen, also in der Wohnung, wo ich vorher unten war, wo man vielleicht hätte reingucken können, da hatte ich so eine, Anführungszeichen, tageslichtdurchlässige, weißt du, was ich meine, so ein, mhm, so ein Ding, lichtdurchlässig, aber nicht blickdurchlässig. Mhm. Und zur Straße hin nachher auch so eine Art Spiegelfolie, also wie so eine verspiegelte Sonnenbrille von umgekehrt. Da kann man ja gar nicht mehr reingucken. Nö, natürlich nicht. Können, also der Hintergrund meiner Frage ist, können die abends irgendwie in deine Wohnung reingucken? Jetzt schon mal gar nicht mehr. Jetzt bin ich ja mittlerweile noch weiter oben im Haus. Also hier ist eine Wohnung weiter oben frei geworden, jetzt wohne ich quasi unterm Dach. Achso, da kann gar keiner mehr reingucken. Ja, dachte ich eigentlich auch. Und dann klingelte gestern auf einmal wieder die nette Polizei bei mir. Es will ja gerne eine Anzeige vor. Haben die auch gefragt, sag mal, wie soll das denn gehen? Gut, aber du musst doch wissen, wer dich sehen kann, den kannst auch du sehen. Also wenn du aus deinem Fenster rausguckst... Ja, da sieht man, ja gut, aber aus einem ganz anderen Winkel, ne? Also jetzt guckt man ja von oben runter. Mhm. So, die Frage ist, für mich ist die Frage, läufst du da nur nackig in der Wohnung rum? Oder machst du da auch irgendwelche sexuellen Sachen, die dann von außen auch bestaunt werden können? Ich mache sie ganz bestimmt nicht, das ist ja genau der Punkt. Aber das haben sie halt behauptet. Vorher haben sie sich nur mal irgendwann drüber mokiert, dass man da jemanden nackt sehen könnte. Ja, klar, halt angezeigt. Dann hat denen wohl die Polizei oder die Anwaltschaft oder was weiß ich wer gesagt, Leute, da könnt ihr nicht weit kommen mit. Das kann der halt machen, wie er lustig ist. Mhm. Wurde eingestellt, ja, kommen wir die Einstellung da. Kam auf einmal die erste Anzeige wegen angeblicher... wie heißt das, sexuelle Handlungen vor möglicherweise sogar Minderjährigen in irgendeinem Fall. Das ist natürlich, gedacht, das ist starker Tobak. Ja, eben. Das ist starker Tobak. Ich bin auch fast rückwärts vom Stuhl gefallen. Also vor allen Dingen, sowas kann ich gar nicht leiden. Also. Ja, ja. Nochmal so, du läufst nicht nackig zum Mülleimer runter oder in den Keller oder sowas, das nicht? Nee. Wenn alles ich sage findet, mal so, da könnte mir ja wer entgegenkommen, was mir zwar wurscht wäre, aber nachher hätte ich wegen so einer Scheiße Stress, sag ich mal. Und, Hat die Wohnung einen Balkon? Die jetzige nicht mehr, die alte hatte einen. Hast und da habe ich mich natürlich im Sommer auch mal einfach hingeknallt, weil war ja tolles Wetter letzten Sommer. Mhm. Ne? Ja, also ich weiß nicht, wie die Rechtslage da ist. Wenn jemand nackt, ich weiß gar nicht, darf man nackt auf dem Balkon liegen? Wenn darf man, an sich darf ich das. Das war ja der Punkt. Die haben ja, damit sie überhaupt was in der Hand hatten, einfach was behauptet. Ja. Der Punkt ist halt, die haben da, weil das halt ein sogenanntes Kinderhaus ist, sich Zeugen einfach aufgeführt im Sinne von, ja toll, die haben das gesehen, mit ich weiß nicht wie vielen aufmarschiert. Ja. Und wenn du allein lebst, bist du der Depp. Hast du denn, da es geht ja nur jetzt noch, dass du mit einem guten Rechtsanwalt dagegen vorgehst. Hast du einen? Ja, ich meine, die eine Sache ist ja durch. Das wurde dann zu einer, wie heißt das, Erregung öffentlichen Ärgernisses abgestuft. Mhm. Das habe ich in einer Berufungsverhandlung hinbekommen. Aber ich verstehe immer noch nicht, wieso die überhaupt nicht auf den Trichter kommen, einfach mal jemanden da hinzustecken, notfalls mit einem Geometer oder was, der den einfach sagt, hört mal, bei dem Winkel kann doch keine Sau was sehen. Mhm. Das ist eher der Punkt. Jetzt habe ich gerade ein Problem, die Sendung ist gleich vorbei, Oliver. Ja. Wir machen so, du legst auf und wir rufen gleich nach zwei bei dir nochmal an, okay? Okay. Bis gleich, tschüss. Ja, dann, ciao. So ihr Lieben, das war's bei uns für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Katrin Paulsen, Uli Krapp, Roland Lohr, Stefan Waltershagen, Dirk Windhüsen, Heinrich Stanzig, Christian König und Simone Müller. Unsere Themen nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt unser Thema Bahnhofsgeschichten. Was ist euch in einem Bahnhof schon alles passiert? Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich bin entstellt.
Jetzt wünsche ich euch ein gutes und ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende nochmal. Bis dahin, tschüss.